Noch laufen die Maschinen bei Sachsendruck in Plauen, doch keiner weiß, wie lange noch. Denn der dringend benötigte Papiernachschub lässt auf sich warten bei gleichzeitig steigenden Rohstoffpreisen. Es gibt richtig massive Lieferengpässe, die wir nicht mehr einkalkulieren können und die wir auch nicht mehr, die sind nicht mehr planbar. Und wir müssen planen. Wir leben von einer Planung in der Produktion, die ist wichtig. Doch inzwischen kaum noch möglich. Einerseits herrscht bei uns wegen der starken Nachfrage aus dem Ausland Holzmangel, wodurch die Papiergrundlage Zellstoff knapp wird. Andererseits ist auch der Altpapiermarkt keine günstige Rohstoffquelle mehr. Seit Jahresbeginn haben sich die Preise für Altpapier nahezu verdreifacht. Der Hauptbestandteil für 80% der Druckartikel wie Zeitungen, Bücher oder Plakate. Schuld ist angeblich Corona. Durch Homeoffice oder geschlossene Restaurants wurde weniger Papiermüll produziert, aber auch weniger Papier für Bürokopierer oder Werbebroschüren verbraucht. Gleichzeitig boomt der Versandhandel, weil immer mehr Waren im Internet bestellt und in Kartons versandt werden. Darum produzieren einige Hersteller inzwischen lieber Verpackungen. Noch spürt der Kunde wenig vom Papiermangel. Wir gehen nicht davon aus, dass der Verbraucher jetzt unmittelbar von diesen Engpässen betroffen sein wird, aber sie sind natürlich nicht wegzudiskutieren. Denn sollten Papiermangel und hohe Kosten andauern, könnte sich das auch auf die Verkaufspreise auswirken. Für Bücher und Zeitungen, aber auch für Klopapier.